Alles klar. Ich wollte mal eh was sagen jetzt. Und zwar, dass es gut wäre, wenn ich mich dafür einsetzen würde, dass die Menschen sich weniger Schmerzen zutrauen. Deswegen glaube ich, sind wir das Älteste. Alter. Ja, ich merke schon, wenn ich jetzt mehr genommen habe, wo will ich jetzt nicht rauchen? Ich habe noch ein bisschen Gras sogar. Ich bekomme am Abend nochmal was. Also wenn ich jetzt das richtig dekarboxyliere, so wie ich es heute gemacht habe, dann bin ich da voll raus die ganze Zeit. Alter, das ist echt kein Spaß wieder. Dann brauche ich eh fast gar keins mehr, dann reicht mir das dann. Ja, wohl, Alter. Hey, Alter. Ich weiß, Sie wissen, also ohne Scheiß. Eigentlich brauche ich jetzt eine Pause wieder. Obwohl ich kann immer das Fenster aufmachen. Ach, what the fuck. Was war das eigentlich? Oh mein Gott. Ich bin eigentlich so arm, Alter, ohne Scheiß. Durch das Gras jetzt geht es mir zwar besser als auf der Bombe, obwohl das. Ja. Ach, besser, es ist einfach ungefähr dasselbe Scheiße machen. Es ist aber nicht so schlimm, es nervt einfach nur, ich will es trotzdem machen. Jetzt nerv ich euch die ganze Zeit mit irgendwelchen Scheiß-Pulsar-Schnitt-Scheiß-Sprüchen und es ist einfach unglaublich. Denkst du halt so, Alter, was soll denn der Scheiß? Ja, wenn ich der Jesus bin, dann kann ich mir die Pulsar da abschneiden. What the fuck, wer hat mich dazu gebracht? Es wäre echt mal auch interessant darüber zu reden, wer mir den Pulsröschnitt angetan hat, neben mir selbst. Dafür müsste ich erstmal meinen Bart besser. Ich habe keinen Bartkamm. Bevor ich darüber rede, irgendwie mit meinem Pulsröschnitt zu beschuldigen, sollte ich meinen Bart richten. Wenn ich so sehe, dass ich selber ausschaue, ist es wieder A, oder? Da kriege ich jetzt einfach nur so eine kranke Scheiß-Aggression, oder? Und da werde ich einfach so qualvoll durchleiden. Alter, es ist einfach so krank, wie das einfach jetzt reingeht. Es ist überhaupt nicht so wie die Bombe. Ich habe jetzt voll das Körperheim, Alter. Deswegen zieht mir das so, Alter. Beziehungsweise spüre ich es. Ich habe gedacht, dass ich überhaupt nicht spüre, wenn ich es fresse, Alter. Aber es ist doch auch, wenn ich mehr nehme. Nur wenn ich nicht so viel auf einmal nehme. Jetzt habe ich mehr auf einmal genommen, spüre ich es jetzt doch. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich gerade ein Video mache, schon das zweite. Aber ich habe Lust, weil ich einfach ziemlich cool drauf bin gerade. Schau aus wie ein Depp, Alter. Ich bin ein bisschen fett geworden, Alter. Aber mir passt nie irgendwas. Ich bin der unglücklichste, unzufriedenste Mensch überhaupt eigentlich. In Wahrheit bin ich der glücklichste, aber der unzufriedenste. Das wäre es besser. Gleich ausbessern, wenn ich einen Fehler sage. Sorry nochmal. Jetzt habe ich sorry nochmal so gesagt, wie wenn ich der Hitler wäre, Alter. Ich denke mir sogar, what the fuck? Na gut.
Jetzt habe ich richtig krasse Teller. Und fühlst du's?
Wahrscheinlich denkt er, ich bin irgendwie verzaubert oder so. In Wirklichkeit liegt es daran, weil ich Jesus bin. Und der ist aber leider verzaubert. Vielleicht denkt er ja, dass er Gottes Sohn ist und ist aber verzaubert. What? Ich kann mir so denken, dass ich voll der krasse Typ bin in jedes Augen. Aber einfach vielleicht der Adolf Hitler sein könnte und deswegen einfach der komplette Spaß vorbei ist. Ja, vielleicht können wir da was machen, Leute. Ich habe tatsächlich heute Morgen meinen Friseur reden hören, der mir erzählen wollte, dass er das regeln kann, so in etwa, dass ich nicht mehr der Hitler bin. Das hat mir dann natürlich schon einiges gesagt, ich bin zu 80% Himmler. Echt sorry an den Leute. Das hascht in alles. Das Gras, Alter, das knallt einfach so geil rein eigentlich. Ich liebe diese Sorte. Im Vaporizer, Alter, war mir das immer ein bisschen so anstrengend, Alter. Wenn ich es auf 200 noch was, bin ich immer voll müde gewesen, weil ich da draußen. Aber so, also ich muss zugeben, das liegt ja auch daran, dass mir auch so schlecht gegangen ist. Da habe ich das 2022 dann geraucht.
immer. Also mach lieber coole Bilder, nicht so ein realer Scheiß. Stell dir vor, dass der Jesus so einen Tralala-Scheiß macht und dann so richtig lächerlich ist. Hast du eigentlich gewusst, dass der Hitler noch ein schlimmerer Hund ist als der Jesus selbst? Der Jesus selbst ist aber der beste Hund von allen. Hitler ist der größte Hund überhaupt. Ist wirklich so. Denkt an meine Hose. Oh Mann, ey. Das Geile am Fressen ist das, dass es da überhaupt nicht aufhört und ich die ganze Zeit so drauf bin. Weiß ich nicht, ob wenn ich ein halbes Gramm von dem Zeug fressen würde, dann glaube ich, würde ich noch dümmer sein. Vielleicht würde es dann richtig scheiße werden. Ich sollte mir das vielleicht überlegen und ein bisschen kleiner dosieren öfter, aber ich habe irgendwie immer so Lust auf so voll viel Schmeißen, dann ist es richtig reinknallt. Und genau das ist das Problem. Genauso mit der Bong, aber ich kann es nicht machen, weil ich weiß, wie schlimm es ist. Und dann wundere ich mich noch, wenn sie denken, dass ich da Adolf Hitler bin. Sorry, aber es geht darum, wie jemand drauf ist erstens und wie jemand ausschaut. Wenn man mal ganz ehrlich ist, dann schaut das selbst 100-mal härter aus wie der Adolf Hitler. Ich habe nur so ein zu Ecstasy zerballertes Gesicht eigentlich. War klar, Alter. Was war klar, dass ich der Jesus bin? Oder dass ich der Hitler bin und das jetzt für ein so ein wichtiger Spruch ist, um richtig klar zu machen? So ein Bus, wo ich so richtig so wie so ein Schild abstellen muss und so. Nein! Ja. Wie vergiftet bin ich eigentlich, Alter? Was geht denn eigentlich ab, Alter? Schau mal, ich bin auf Koks, auf Crystal. Nur das Ganze gebe ich mir selbst, Alter. Ich finde das nicht mehr so cool, dass du das Koks und Crystal drin hast. Pures Ganze wäre viel cooler. Sag ich ja. Oh, leck. Wenn ich hier nonstop von A rede und dann noch auch der da ist, das auch nur echt, dann ist es kein Wunder, dass es hier los ist, Alter. Deswegen spawnt ja auch mal einen Korb, wenn es wirklich läuft, Alter. Das kannst du nicht zugeben, Alter, sonst fliegen wir alle auf. Hat sie wahrscheinlich gedacht.
Vielleicht habe ich ja Ecstasy auch noch drin stehen. Ja. Neuroleptika auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist das witzig, mit Neuroleptika zum Geben. Das ist eure echte Meinung von mir, glaube ich. So was wollen wir eigentlich hören. Noch mehr Krankenscheiß. Warum kann ich nicht mein Hemd anziehen? Was soll das eigentlich? Wenn man da redet, sollte man eigentlich ein Hemd anziehen, Leute. Sehr gut, Alter. Jetzt habe ich es echt geschafft, Alter. Jetzt bin ich der ultimative Boss, Alter. So ein Hemd anziehen, Alter, ist, glaube ich, der absolute Hammer, Alter. Das ist so richtig so, als wenn man so sexuell ist, fast aber eigentlich noch der Jesus, Alter. Ich habe die unteren Knöpfe oder so noch zu, deswegen habe ich es hier einfach drüber gezogen. Ich habe jetzt so, Alter. What the fuck? Alter. Ja, wenn ich es immer aufmache, Alter. Tue immer so, wenn ich voll kaputt wäre, wenn ich ein bisschen was spüre, Alter. Aber es ist halt die Puls, oder deswegen ist es so gefährlich für einen, weißt du? Kriegt man einfach immer so ein mieses Gefühl, Alter. Wechselsie habe ich da gar nichts gekannt, Alter. Das ist vom Gras, und es war von Anfang an vom Gras so hart, Alter. Weiß nicht, was das soll, Alter. Ja, es drückt hinten ein bisschen rein, Alter. Vielleicht sollte ich es normal anziehen, das ist ja schon fast sexuell, Alter. Ich feier das ganze Wort, Alter. So habe ich noch nie ein Hemd angehabt, Alter. Alter, will ich wieder wie der Hitler ausschauen, Alter. Obwohl ich es eigentlich überhaupt nicht tue. Das ist aber, wenn ich so ein Monster wäre, Alter.
In Wirklichkeit ist es eigentlich nicht schwul, Alter. Schaut ein bisschen schwul aus, ja, aber es ist nicht so schwul. Ich bin ja auch gar nicht schwul. Achso, und ich meine, wenn jetzt Männer das anschauen, mich so anschauen, dann ist das nicht, wie wenn ich sie anschwul. Nee, wenn sie wissen, dass ich nicht schwul bin, nicht, Alter. Ich schaue mir weder schwulen Pornos an, noch bin ich irgendwie geil darauf, schwul zu sehen, Alter. Und ich will auch keinen schwulen Kontakt haben. Das ist die Wahrheit. Ich bin zwar jetzt gerade voll übelst, dass jetzt dann, wenn jetzt langsam, Alter, das Gras hat direkt reingeballert und dann auf einmal ist es jetzt besser. Wenn es jetzt bei Moral genauso ist wie mit der Bombe, dann wäre das der Jackpot, Alter. Weil davor, ich habe gleich ein Video gemacht, wie es angefangen hat zu wirken, fast eine Viertelstunde später. Jetzt fühle ich mich immer besser, Alter. Muss ehrlich zugeben. Aber trotzdem habe ich irgendwie keine Lust, die ganze Zeit ein Video zu machen. Aber es wäre besser für mich. Ich sollte das einfach machen, einfach so richtig die krassen Videos jetzt machen. Wenn ich Geld will, kein Problem. Aber ich muss wirklich erst beweisen, dass ich nicht der Nazi-Führer bin. Und da brauche ich den scheiß Nazi-Führer. Und was haben wir jetzt für ein Problem? Wenn der was sagt, oder, dann sind alle sowieso sofort angepisst, angeschissen und alles mögliche Schlechte. Ich weiß, ich habe ein bisschen so einen Fries wie der, aber eigentlich liegt es dann, glaube ich, am Ecstasy, Alter. Da hat er auch schon viel Eimer genommen, Alter. Ich kann irgendwie nicht richtig atmen, Alter. Muss ich mal hier eine Bauchatmung machen, Alter. So, das Hemd wieder. Vielleicht ziehe ich es dann richtig an. Das reicht auch so geil. Passt mal. Ja. Wenn wir Sicherheit haben, dass wir schon etwas im Vorhinein haben, hätten wir schon mal eine Zukunft aufgebaut. Aber das ist echt schwierig, glaube ich. Schaffen tun wir es aber tatsächlich. Aber das ist natürlich ein instabiles System. Aber schaffen tun wir es tatsächlich, wir leben so. Als wenn wir die Zukunft vorhersehen können und somit abschätzen, was passiert und so. Ich glaube, der Akku ist nicht leer, Alter. Nee. Wenn ich das mit den Füßen drücke, dann muss ich da gleich Viertel sein. Aber mit den Füßen geht es ganz einfach. Das macht mir das Leben einfach nicht schwer. Mit Füßen muss man einfach mehr machen, wenn man mal Probleme hat mit der Hand und so. Lieber dann, dass das Glas ballt. Was sollst du machen, Leute? Denkst du, wenn ich jetzt Jesus bin, dann habe ich sofort die Tränen des Phönix, um den Schnitt zu heilen, Leute. Ein bisschen mit Film auf YouTube. Den ist da alles sicher nicht auf X-Hamster mit. Na schön.
Samantha steht voll auf meinem Hemd. Dass man die Knöpfe aufknöpfen. Damit ich es normal anziehen kann. Das Hemd ist das erste Mal seit 2021 an. Das Hemd hatte ich auf der. Oh, das war doch nicht auf der Firmung. Alter, was hatte der gehabt? Konfirmation oder so? Der Daniel, Mann. Da habe ich das Hemd auch angehabt, da war ich kurz davor, mich umzubringen. Mit Haldol-Backen. Da kann man schon echt selbst Akkadaum kriegen, wenn man es Haldol genommen hat. Also, das, also ich würde da schon ehrlich vorsichtig sein mit euren Mankoven. Da ist teilweise bei mir schon vorbei gewesen. Mein Kuchen war einfach der absolute Schund. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann man meinen Kuchen ohne Neuroleptika betreiben schon mehr, um einfach Menschen nicht leiden zu sehen. Es gibt bestimmt andere Wege, wie man Menschen. Ja, Mann. Ja, wenn ich geschmissen habe, ist es gewesen, wenn es zu viel Arbeit ist, ein bisschen Bauchwesen, muss ich dann einfach mal ein bisschen Pause machen. Aber ich glaube, ich bin jetzt gut dabei. Hab 40 dann zwei Videos. Sorry, dass ich nur Scheiße labe wieder. Ihr wisst ja, ich bin nie gut genug. Meine Zähne sind auch nicht so weiß jetzt, weil ich mit der elektrischen nicht putze. Ich weiß von Neuroleptika, habe ich keine Lust. Jetzt habe ich lieber die Koksbürste genommen. Das pure Koks macht mich nicht so krank wie die Neuroleptika, wenn ich ehrlich bin, Mann, obwohl ich mir das pure Koks auch nicht gut bekommt. Ich glaube absichtlich so ein Scheiß. Ich glaube auch Hochdeutsch, Alter. Ich finde es ein bisschen witzig. Ich bringe Deutschland wieder auf die Karte, Alter. Sogar mit Adolf Hitler. Ich weiß, das ist einfach zu krass, was ich sage. Erstmal nochmal herkommen. Und das einfach nochmal so. Da waren die Schläge schon. Das war ein Witz. Ich darf nicht mehr lachen über mich selbst wieder. Warum sollte ich Deutschland auf die Karte bringen mit Adolf Hitler? Es geht nur darum, dass ich selbst nicht bin. Und jedes Anzeichen von, dass ich selbst denke, dass ich der Hitler bin, wird geprüft. Aber irgendwie gibt es da keine, gell? Mit dem Hemd bin ich jetzt der ultimative King, Alter. Jetzt bekomme ich dann noch mehr Ganja, Alter. Wenn ich mir noch mehr schmeiße, dann geht's richtig ab, Alter.
Wenn ich die Bogen rauche, dann bin ich richtig asozial. Die Bogen aufschmeißen ist einfach zu sick, Alter. Das ist halt dann schon. Es ist einfach totale Torture, wenn man noch higher ist. Das will man halt einfach eigentlich nicht haben. Aber den Rauschwitz zu haben. Und deswegen überlege ich dann schon gleichzeitig, ob ich es doch mache. Jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Ich filme einfach in den Spiegel rein mit der Hinterkamera, dann ist die Qualität besser. Ich mit meinem super geilen Hemd bin da perfekt. Hier ist meine Freunde.